Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Purpur. Wie ihr seht, wir sind hier an der Brücke. Ich überlege gerade, habe ich Pokémon gefangen? Wo ihr nicht mehr mit dabei wart? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Nee, Dragoran weiß ich noch. Es kann sein, dass ihr Toxiquark verpasst habt und Gierschlund. Also Schluckwächt und Toxiquark, aber ich glaube, alle anderen habt ihr den gesehen. Das ist Wasser. Okay. Also so sieht jetzt auch ein bisschen gerade mein Team aus. Wie ihr seht, wir sind gut gelevelt schon. Ziemlich gut gelevelt. Ich hole Yadi mal nach vorne. Ich mag das halt nicht, wenn die so unterschiedlich so. So ist das schon. Ey, Chili da hat... Ich finde das so traurig, dass Chili einfach keine Dings-Attacke lernen, keine Feen-Attacke. Ich habe nochmal versucht, Off-Screen hier reinzukommen. Hat nicht funktioniert. Ich würde ja eigentlich ganz gerne da nochmal hin, ne? Da sind zwei Drachen, das mache ich, glaube ich, Off-Screen gleich. Nee, ich möchte ganz gerne mit euch heute das hier so ein bisschen erkunden. Gucken, was hier so ein bisschen rumdümpelt. Wir haben uns hier diese Seen schon angeguckt. Das heißt, als nächstes das hier am besten heute und das hier. Das wir dann im nächsten Part den Drachenherrscher machen. Darum nicht lang schnacken. Bin ich jetzt in der richtigen Reihenfolge? Nee, da lang muss ich gucken, ne? Da lang. So lang, okay. Einfach nur mal gucken, was hier so ein bisschen rumfleucht und kreucht. Und ich habe schon das eine oder andere Item mal so ein bisschen eingesammelt, aber anscheinend doch nicht alle. Wenn hier Trainer rumschwirren, werde ich die wieder offscreen machen. Weil die doch so ein bisschen, ne, ein bisschen Zeit kosten. Hallo, die Waldfee. So. Die Frage ist, ob hier überhaupt irgendwie Trainer rumgucken. Toxiquark. Kennen wir alle schon. Kennen wir alle schon. Hier geht es einmal ringsherum, aber hier ist nichts. Ah! Hier oben was? Ne. Ich glaube, hier oben lag eine TM. Weil ich war doch ein bisschen neugierig und habe schon ein bisschen geguckt. Ich war wirklich neugierig. So. Ein Sichlo haben wir, das weiß ich. Den Staraptor haben wir auch. Hab dich gesehen, du kleines Minivieh. Vor dem muss man echt aufpassen, ne? Ich muss aber auch sagen, ich habe das gespielt, als ich die Musik nicht anhatte, weil manchmal... spiele ich das, wenn ich Off-Screen spiele, mache ich die Musik aus. Höre dann irgendeine andere Musik und dann höre ich das nicht, wenn hier eventuell ein Klimbim rumläuft oder irgendwo zu hören ist. Darum gucken wir jetzt gerade auch mal so ein bisschen so ganz komisch, ob hier nicht doch nur irgendwo ein Klimbim ist. Also den haben wir, den Drachenblut haben wir hier nicht gemacht. Irgendwas Cooles um den Eck. Noch ein Item. Ein Timerball, sogar zwei. Okay. Kann ich da hoch? Danke. Du solltest... ein Hyperball. Ich merke schon, wir springen wieder überall hin, aber es gibt hier einfach so viel zu entdecken. Das macht aber das Spiel halt auch wirklich gut, ne? Das muss ich sagen, das gefällt mir an dem Spiel. Dass wir wirklich so, kannst überall hin, du bist nur am Entdecken, du kannst gefühlt stundenlang einfach nur durch die Gegend sausen und nach Items gucken und sich die Pokémon angucken und gucken, wo kann ich noch was fangen, wo sind noch Pokémon, wo ist hier so ein kleines Gierschlund-Baby. Jetzt lass mich in Ruhe. Also, da ist ja echt keine Grenzen gesetzt und das finde ich halt gut, das ist halt gut gemacht. Nee, die habe ich auch.
Was einerseits gut ist, ne? Das ist für die, die sehr viel erkunden und sowas lieben und so, ne? Vollkommen in Ordnung. Ich bin aber jemand, ich verliere ganz schnell die Orientierung. So. Okay, wir machen dich doch. Weil du hast mich so angebettelt. Ich habe gehört, dass sich hier irgendwo ein Pokémon aufhalten soll, das der Herrscher der Drachentäuschung genannt wird. Ja. Hab ich auch gehört. Hortensia. Das ist eigentlich ein schöner Name. EFM. Schnüffler. Ja, schön, dass du meine Holzkohle erschnüffelt hast, aber also Feuer ist nicht gut gegen Drache. Okay. Es ist Dracheflug oder erst nur Drache? Max das. Ich hol mal Chili da raus. Ich habe ihr Knuddler beigebracht, weil Knuddler auch nochmal ein bisschen, naja, wenn ich sie vielleicht irgendwann mal Terra kristallisiere, dass sie wenigstens einen Angriff hat, der so ein bisschen Boost hat. Knuddler. Knuddel ist mal kaputt. Ja, ist sehr effektiv. Ich hab's mitgekriegt. Ein bisschen will ich ja doch, dass er mitmacht. 59. Warum Drachentäuschung? Welcher Drache täuscht wen? Wurde ich etwa getäuscht? Vielleicht ist das Pokémon, weil es Drachentäuschung heißt, sieht es vielleicht aus wie ein Drache. Aber ist keiner. Verstehst du? Und deshalb Drachentäuschung. Könnte ich mir vorstellen. Weil es gibt, sind wir mal ehrlich, es gibt so viele Pokémon, du denkst so, ja, Gyarados zum Beispiel. Nee, warte. Es gibt ja zum Beispiel so, das sieht ein bisschen komisch aus. Es gibt ja so Pokémon, wo du denkst, das ist ein Drache. Und dann denkst, und dann ist es eigentlich gar kein Drache. Glurak zum Beispiel sieht ja auch aus wie ein Drache. Nein. Das hast du jetzt nicht gemacht. Oh! Ist das dein Ernst? Ein Scarabor. Scarabon. Hältst du einen Flammensturm aus? Ja, hält aus. Okay. Und es brennt! Burn, Baby, burn. Scarabon ist nämlich Käfer. Käferkampf. Und eigentlich schon ziemlich cool. Ich fand den im Anime ziemlich cool. Das muss ich gestehen. Netzball. Könnte funktionieren. Es ist, glaube ich, Käferkampf. Das Gute ist, wenn wir ganz viele Pokémon auch einfach so fangen, dass wenn wir zum Beispiel gegen irgendwelche Trainer kämpfen, wird uns dann schon angezeigt, was gut ist gegen diese Trainer, gegen diese Pokémon. So, dass man sagen muss, es ist jetzt halt nicht mehr so tragisch. Mit seiner gewaltigen Kraft kann es Objekte, die 100-mal sein Körpergewicht haben, mühelos werfen. Einzelhornpicker. Ich nenne dich Herkules. Ich glaube, es gab im Anime auch einen Käfer. Der hieß Herkules. Herkules. Oder ich habe das mal in einem Let's Play gesehen, wo der Let's Player das... Ich weiß es nicht mehr. Entweder war es im Anime oder halt... da ist ein Postleitzahl. Wehe, du machst jetzt Explosion. Dann werde ich aber zickig, du. Oh nein, warum habe ich denn jetzt Flammensturm? Aber okay, Robustheit regelt. Risikotecke, lass den Shit. Oh, Gott sei Dank. Mach nochmal einen Nestball. Ein Hoch auf Yadi. Ja. Wir werden jetzt nicht alles fangen, was uns vor die Flinte kommt. Das Teil mache ich dann offscreen. Aber ich wollte schon mit euch ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Ostelka, das Beutelwurm-Pokémon. Dein... Oh, Kieferstahl, das war sogar vierfach effektiv. Boah, das hätte... Zum Glück hat es Robustheit gehabt. Dein gesamter Körper steckt in einer stahlharten Schale. Ihr Inneres bleibt ein Geheimnis.
Hey, das war aber jetzt, Gott sei Dank hatte der Robustheit. Weil Käferstahl, das ist vierfach schwach gegen Feuer. Und das hätte schon wehtun können. Ah, guck mal, ich finde das immer schön, dass die Rehe hier so alles Mögliche haben. Aha. Hier oben ist nichts. Da ist ein Mogelbaum. Interessiert mich aber herzlich wenig. Vostelka hier nochmal am Baum. Reitschuh haben wir tatsächlich. Ich habe ja das Pikachu, was wir ja durch das Geheimgeschenk bekommen haben, habe ich ja mit dem Donnerstein entwickelt. Also tut das jetzt nichts, ne? Aha. Es ist jetzt nicht so dramatisch, jetzt hier kein Pikachu zu fangen. Beziehungsweise, dass wir jetzt hier kein Raichu fangen. Das ist dieses Terra-Ding, das neue Tentoxa. Übertrank. Der Pinguin, der hässliche Champignon. Nochmal ein Champignon. Weiß einer, wo es hingeht? Oh, hier ist noch ein Item. Was? Oh Mann! Du läufst auch auf deinen Tentakeln. Nice. Das sieht schon ein bisschen witzig aus, wie er da rumläuft. So, jetzt lass mich mal gucken, wo ich gerade hier rumdümpel. Wollen wir denn hier so rum? Dass wir jetzt hier so lang gehen und dann gucken, ob wir da überhaupt hinkommen. Wenn nicht, machen wir hier so einen Weg. Ah, das eine war anscheinend denn die Weiterentwicklung von. Oh ne, dich will ich nicht. Ich habe schon. Vostelka, Vostelka, Vostelka. Aber eigentlich, die Gegenden sind auch sehr schön gemacht, tatsächlich. Finde ich ganz schön. Die sehen schon nice aus. Schrottbälle. Muss aber sagen, mir gefiel das irgendwie. Ich weiß nicht, ob es an der Grafik selber liegt oder an. Oder ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, aber. Oh, das ist die Weiterentwicklung. Aber zum Beispiel mochte ich das. Oh nein, der falsche. Mochte ich zum Beispiel. Bei Let's Go Evoli zum Beispiel mochte ich das irgendwie viel lieber, wie die Pokémon da in die Umgebung eingebunden sind. Auch ich mochte es auch, wie halt die Pokémon bei Let's Play Arceus eingebunden waren. Mochte ich irgendwie viel lieber. Ich weiß nicht warum. Aber hier finde ich das irgendwie, gibt mir das einen seltsamen Vibe. Ich weiß nicht, ob es halt. Das Herrscher-Pokémon könnte auch ein Zoroark sein. Es kann auf einem Schlag große Massen von Menschen täuschen und kreiert Illusionen, um sein Revier zu schützen. Ne? Zora. Wer weiß. Aber was wollte ich sagen? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass bei Let's Play, also was heißt Let's Play? Es das heißt ja nur Legenden Arceus und Let's Go Evoli. Hatte ich irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber da hat es mir irgendwie besser gefallen, wie die Pokémon in dieser ganzen Gegend eingebunden sind. Und hier fühlt sich das irgendwie so komisch an. Obwohl es dafür ja gar keinen Grund gibt an sich, ne? Das ist ja.
Ist ja nix. Ist ja genauso. Also hier kann ich auch durch. Ist ja auch wieder eine Täuschung. Nee, du bist echt. Na gut, dann mache ich jetzt mal Flammsturm. Das ist sehr effektiv, aber hat halt schon die Hälfte abgezogen. Aber leider brennt es nicht. Wenn es brennen würde, wäre es ziemlich cool. Dann wäre die Chance höher, dass es einfach so drin bleibt. Oder es bleibt einfach so drin. Und Pflanze. Mit den 10 Tentakeln umschlingt es Beute und saugt ihr auf schmerzhafte Weise die Nährstoffe aus. Die Falten am Hutsaum sind eine Delikatesse. Nenne ich einfach Terror. Jetzt muss ich aber zugeben, jetzt habe ich mich schon wieder so ein bisschen verfranst hier, ne? Jetzt bin ich da. Ich wollte aber bis hierhin noch gucken. Hier hätte ich noch gucken können. Aber hier gibt es irgendwo einen Folipurba. Und ich weiß nicht, habe ich Folipurba? Ah, ein Raichu. Ach, guck mal an. Jetzt guck mal an, wer hier auf die Eisebene kommt. Ja, lol. Ey, hier gibt es schon wieder so viel zu erkunden, ne? Vielleicht mal, wo geht's hier lang? Hallo? Ein Ball. Eisenschädel. Und noch ein Ball. Eissturm! Voll gut gegen Drachen. Aber da. Ich war auch mal wieder in der Schule drin, also ich bin jetzt, Schlafbild. Ich war auch, ich war zwischendurch halt mal wieder so ein bisschen, auch in der Schule. Mir fehlen jetzt, ich bin jetzt, glaube ich, bei jedem bei 5. Und das heißt, ich muss den halt nochmal so ein bisschen machen. Und tatsächlich wurde ich, hatte ich wieder ein sehr seltsames Gespräch mit dem Direktor. Der Direktor hatte mich beim ersten Gespräch gefragt, ob ich ihm erklären könnte, was das Wort Cringe bedeutet. Und jetzt beim zweiten Mal hat er mich nach seiner Frisur gefragt, ob die noch up to date ist, also die Frisur von Leval. Habe ich gesagt, nee. Ich streife durch die ganze Paldea-Region und suche weit und breit nach der schönsten Aussicht. Ich kann mir gut vorstellen, ich würde das so feiern, ne? Wenn wenn wir das nächste Mal Leval treffen. Und der die Frisur geändert hat, weil die halt nicht mehr cool ist. Das wäre so nice. Oh, nicht doch. Weichei. Lass mich nochmal gucken, du warst normal, ne? Nee, darauf habe ich jetzt keine Lust. Komm mal raus. Chaos, Papa, komm mal raus. Mach mal zweimal Durchbruch oder so und dann reden wir weiter. Weil dieses, wenn das Ding jetzt immer die ganze Zeit Weichei macht, ne, dann werde ich ein bisschen zickig. Ja, das meine ich. Was hat mehr Wumms? Das hat mehr Wumms. Ich finde das so niedlich. Habt ihr das gesehen? Chaos, Papa reibt sich die Wangen, ne, bevor er den Angriff macht. Voll gut. Oh. Zweifachladung? Was ist Zweifachladung? Die haben gefühlt auch viele neue Attacken reingetan. Der Anwender nutzt die gesamte Elektrizität in seinem Körper, um großen Schaden auszuteilen. Der restliche Kampfdauer gehört er nicht mehr dem Typ Elektro. Nee. Eigentlich ziemlich cool. Aber nee. Ach, ich würde so gerne wissen, was dir diese Macht verleitet, meine Pokémon. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, dann hätten wir das jetzt.
Also zu dem Knusperwaldweg. Finden wir eventuell. Ha, hier war noch ein Item. Huch, was war da? Ach, ein Reitschuh, was sich versteckt hat. Ach, wie niedlich. Wie niedlich. Oh, ich glaube, dich habe ich schon, ne? Habe ich dich schon? Ich glaube nicht. Psycho. Okay. Ist jetzt Psycho. Die Frau. Und habe ich nicht. Stampfer tut mir nicht weh. Bevor es jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie eine Pflanzenattacke kann. Denn Kopfschuss hätte eventuell Schaden gemacht. So, gehst du jetzt und sagst, ich breche jetzt weg? Damit ich dich fangen kann. 65 ist halt schon, oh, ja, war ja klar. Jetzt ist es aber nur noch, Angriff sinkt. Ist jetzt aber halt nur noch, Pflanze. Ja! Royal wurde gefangen. Und Level 60. Da ist doch Obstpflanze. Obst-Pokémon. Mit seinen langen Beinen verteilt es anmutig und doch zugleich auch unerbittlichere Tritte. Zwischen ihm und Bailonda herrscht große Rivalität. Weil es eine Diva ist. Und Bailonda ist ja die Endentwicklung von dem Wasserstarter. Und das ist ja so ein Samba-Tänzer. Und dann haben wir zwei Tänzer hier. Ah, dann fehlt mir eigentlich nur der eine hier vorne. Na gut. Komme ich hoch? Hast du hier auch ein bisschen weniger? So. War jetzt ein bisschen seltsam, aber okay. Kriegen wir hin. Garaborn, Garaborn. Da ist ein... Also ich kann, so wie es aussieht, nicht da rein. Also einmal quer so. Den Koch schenke ich mir jetzt. Dann hole ich mir Osqueen. Hier ist irgendwas noch. Wie gesagt, manche Sachen. Ich will ja mit euch nur so ein bisschen erkunden. Geh weg! Weißt du, da laufen die von mir weg, aber laufen mir direkt dann in die Parade oder so. Das ist so typisch Pokémon. Und bis jetzt haben wir jetzt auch keinen... Oh nein. Tu das in Not. Ne, ich finde das irgendwie ganz komisch, wie die Pokémon da so ein bisschen am Baum hängen. Wie lieber. Ich sag's, wie es ist. Ich hole mir den beim nächsten Mal, den Koch. Ich glaube, ich habe ein Dutzend auch Arena-Leiter. Nicht Arena-Leiter, ein Dutzend. Ach nee, da komme ich ja hin. Bestimmt ein Dutzend an anderen Trainern auch schon in anderen Gebieten übersprungen, weil ich gedacht habe, machst du später oder guckst du erst ringsherum und dann habe ich es vergessen und hast der komische Affe, der alles anmalt. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Okay, ich kann da lang und da lang. Und irgendwo ist hier so ein Riesenschnarchzapfen. Da ist der Riesenschnarchzapfen. Ne, aber den zum Beispiel zu fangen würde vielleicht auch ein bisschen länger dauern. Deshalb mache ich das dann auch offscreen. Ich will halt ein bisschen mit euch auch vorankommen. Oh.
Oh, wenn es einen Blitz. Ich glaube, einen Blitzer habe ich aber schon. Hier ist noch der nächste Trainer. Nein! Ach, ich kann ja schwimmen. Muss ja das Wasser nicht mehr meiden. Ich kann ja jetzt schwimmen. Es gibt einfach zu viel zu sehen. Das macht mich wahnsinnig. Überall liegen Items rum. Wer lässt hier den ganzen Dreck rumliegen? Kraftwurzel. Ne, den Champion müsste ich noch, den großen Champion, müsste ich noch holen. Hier den Affen, zwei Trainer. Habt ihr das gesehen? Der wäre mir jetzt schon wieder voll in die Parade gelaufen. Das ist der Mogelbaum, der kleine. War da jetzt eigentlich ein Item oben? Ich weiß es nicht. Wenn doch, dann... Ja gut, dann habe ich es jetzt übersehen. Gucken. Ich hatte das Gefühl, ich hätte hier ein Item übersehen oder so. Nee, scheint nicht so. Hm. Also wir wissen, zwei Pokémon sind jetzt hier noch zu fangen und zwei Trainer. Ja, okay. Dann... Welcher wollte ich jetzt? Zu der hier, ne? Geronimo! Fliesch! Flieg und Sieg! Der geht jetzt richtig steil nach unten, wollen wir wetten? Bevor wir da ankommen, geht der richtig steil nach unten. Da ist doch... Flup. Wieso auch immer. Oh nein. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich habe keinen Bock auf den. Kann ich hier hoch? Yes. Okay, dann gucken wir uns jetzt... Wie viel habe ich noch? Ja, noch ein bisschen. Wah! Oh, schade. Ein Aquana habe ich leider schon. Hier, die Insel machen wir noch im Schnelldurchlauf. Dankeschön, ich habe mein Ziel erreicht. Ich glaube, die Motte habe ich nicht. Omod. Flottball. Ich weiß es nicht. Flottbälle sind ja am Anfang des Kampfes immer sehr gut. Und es ist ein Käfer. Dankeschön. Aber die Insel erkunde ich jetzt noch mit euch. Beim Angriff schlägt es wild mit seinen großen Flügeln, um sein Giftpuder überall zu verstreuen. Motto. Nee, Mutti. Mutti. Ich glaube, ich habe schon ein Mutti in der Box, aber das ist egal. Ne, also wenn ihr mal guckt, also das Pokédex fühlt sich so gut wie von selber. Und man kriegt auch eigentlich ziemlich... Es gibt einen Flugpunkt hier. Ja, nice. Sehr gut. Wow. Komm ich da hoch? Ja, ein bisschen... Drachenklaue. Ich habe aber leider keinen Drachen-Pokémon. Ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass ich keinen Drachen-Pokémon habe, aber... Drachen-Pokémon sind eigentlich schon ziemlich cool. Die sind schon... Die können schon einiges. So, euch habe ich lasch. Ach, haha, ich habe was gehört. Da. Ich habe dich doch gesehen aus dem Augenwinkel, mein Freund. So schnell entkommst du mir nicht. Wieso sind da Eis-Pokémon? Na gut, fragen wir nicht nach. Wir akzeptieren das einfach. Hier bin ich leider immer noch nicht weiter. Die hat mir zwar so ein bisschen die Geschichte erzählt, dass es gab vier Sachen.
Also da war so ein König, der war voll gierig und der König wollte so, er hatte so richtig Bock so auf so Exklusivitäten, so ne? So alles, was selten ist, was kostbar ist. Und dann kam da so ein Dude und hat gesagt, ey, pass mal auf, ich habe hier eine Tafel, ich habe hier ein Schwert, ein Schild und irgendwas anderes noch. Und für viel Geld kriegst du die Sachen. Das waren 4 Stück so. Und da hat der König gesagt, ja, hier, nimm. Hier hast du Geld, gib mir den Shit. Und über Nacht wurde denn das Ganze in Schutt und Asche gelegt, tatsächlich. Weil sich herausgestellt hat, dass die Unheil bringen. Und somit wurden sie denn irgendwie dann verbannt. Oder verteilt hier in Paldea, damit sie nicht zusammen sind und kein Unheil bringen können. Und ja. Und das hat es mit diesen Fehlen auf sich. Und anscheinend gibt es, also das heißt, es gibt 4 Tore. Und mit jeweils ihren Fehlen. Und die Frage ist halt, wie findet man die, ne? Also die 4 Tore werden anscheinend irgendwann mal in die, auf diese Insel müssen wir, ne? Müssen wir halt, auf, bei diesen Fehlen halt, kommen dann halt irgendwann, sind hier zu finden. Ich weiß nicht, wie viele. Die Tore werden anscheinend irgendwann mal angezeigt, wenn man bei der Moira, bei der Geschichtslehrerin, wenn die einem vertraut, irgendwie so. Aber ich kann euch nicht sagen, wie und wann und wo. Gut, aber ich beende hier diesen Part. Im nächsten Part sehen wir uns wieder. Dann mache ich hier ein Picknick mit euch. Oder machen wir hier ein Picknick und dann gehen wir da rüber zu dem Drachenherrscher. Ich sage aber auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ich guck mal, wie ich jetzt hier wieder rüberkomme, damit ich noch diese 2 Trainer und die 2 Pokémon fange. Ach nee, geil. Ich gehe einfach dahin. Und ja, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.